Das letzte Mal bei Alien Isolation. Ah! Und so geht's weiter. Die Punkerbraut hat sich neue Klamotten gekauft. Sie erkundigt sich an der Kasse. Und wenn diese Fetzen zu Hause gefallen sollten, darf ich sie dann wieder umtauschen? Oh, das ist ein Angriff auf die Punker, weil die immer schreckliche Klamotten tragen? Wow! Mann, ist das Buch auch noch menschenfeindlich und so. Willkommen zurück zu The Evil Within. Alien Isolation. Wir sind in der letzten Folge gestorben und wisst ihr was? Ich mach das Ganze nochmal mit euch. Halt die Fresse. Wo sind die Mistviecher? Da ist ein Mistvieh. Hier ist ein Mistvieh. Weg ist das Mistvieh. Schubdibidibidi. Ich bin ja vorhin irgendwie gestorben an irgendetwas. Anscheinend ist der Fahrstuhl irgendwie... Hat er Plups gemacht. So, komm her. So, jetzt halt euch fest. Wir fallen nun... Ach nee, ich muss runterklettern. Genau, genau. Erstmal runterklettern. So. Und gleich macht es wieder Rams. Glaube ich. Nehmen alles auf. Ja, super. Hier so eine sexy Locke. Okay. Autsch. Das tat weh, ne? Hättest jetzt diesmal das Kissen mitnehmen müssen. Perfekt. Und ich muss gleich klettern. Irgendwo klettern. Ich hoffe, ich klapp's. Das klappt diesmal. Da raus. Sehr gut. Rudy, sind Sie hier? Bitte. Na komm, fall runter. Na, ist schon. Ich bleib bis Tag. Oh, ich brenne. Ich sollte mal vielleicht ein Medikit nehmen. So, einer hat auch schon geschrieben in den Kommentaren, hey, ich find voll kacke, dass du es jetzt absichtlich in die Länge ziehst, weil ich da einen 14-Minuten-Part hochgeladen habe. Das Ding ist, ich wusste nicht, wie lang der Part ist, wegen diesen blöden Ladeszenen. Und die Ladeszenen gingen wirklich, da wartest du 2 bis 3 Minuten und dann bist du im Arsch. Wieso kann ich nicht speichern? Soll ich jetzt hier, kann ich jetzt? Darf ich jetzt? Das da? Umziehen, sehr gut. Könnten wir auch vielleicht mal normal gucken jetzt wieder? Ich wusste nicht, dass du eine Brille trägst. So. Deswegen, ich habe nur gesehen, hey, der Part ging schon 20 Minuten, also reicht das mal. Und außerdem hat man ja gesehen, dass danach immer noch weiter ging. Und jetzt immer noch. So, also ich bin nicht schuld. So, okay. Hat er auch nicht so böse gemeint, die Kommentare, aber trotzdem. Man nimmt es mal böse auf als Let's Player und alles ist böse. Ich werde es gemein. Machen wir wieder einen Spaziergang draußen, oder was? Ja, diesmal kann ich mich nicht wehren. Uiuiui. Komm, drück drauf. Und hoch. Wahrscheinlich kommt jetzt das Ende und dann geht der Part wieder nur 5 Minuten. Na ja, White Man Group. Die Rassisten. So. Wo muss ich hin? Bob, ach, der Bildschirm war ganz weit aus. Ach, sieh an. Hab schon gewundert, warum es so schwer aussieht. Oh Gott, wo muss ich hin? Oh Junge. Oh Junge. Okay, das tun wir. Daher genießen wir nochmal das All. Wie alles um uns herum fliegt, Explosion und bum bum basch bisch bisch. Können Funken eigentlich im All entstehen? Weil da ist ja kein Sauerstoff. Ich weiß nicht. Oh, ist das ein Fahrstuhl? Oh, das ist so ein Fahrstuhl. Also so ein horizontaler Fahrstuhl. Bitte, Funk. War da gerade was? Ich habe da gerade aus dem Augenwinkel irgendwas gesehen. Ich dachte, da war ein Alien oder sowas. Oh Mann, wie aktiviere ich den? Da. Und go. Flüchten wir jetzt gerade? Ist da das... Oh, wir schaffen's, oder? Wir schaffen's. Nicht mehr weit. Wir haben es nicht mehr weit. Da fliegt ein Alien wieder, oder? Wo ist aber das Schiff, das mich abholen soll? So. Gib Gummi. Go. Hoch. Sieht aus immer aus dem Augenwinkel, als wäre da irgendetwas. Wo ist das Schiff, Mann? Wahrscheinlich kommt es jetzt so richtig cool um die Ecke geflogen. Mit so einer Bremsspur. Gedriftet hier rein. Steig ein, yo. Und dann so eine Hydraulik. Das ist ein bisschen tiefer gelegt, das Raumschiff. So ein Pimper-Raumschiff, wo gepimpert wird. So.
Ich bin hier, Berlin. Ja. Es müsste zwei Zündungsmechanismen zur Entsperrung der manuellen Entriegelung geben. Ich kann sie sehen. Ja, können wir das? Sind das die Dinger hier? Muss der drücken? Muss ich hier drauf drücken? Ach, hier hinter, okay. Dann jump mal runter. So. Aktiviert. Schlüsselkarte, Schlüsselkarte einsetzen. Und das Ganze noch einmal. Das sind überall Aliens. Überlebenskünstler. Nimm mal. Und jetzt verzieh dich, da war doch noch irgendwo eins. Ja, ja, ja. Danger, bla bla, ich lese, ja, Made in Taiwan. Okay, let's go. Was machen wir hier? Du weißt doch selber nicht, was du hier machst. So. Da ein bisschen schrauben. Okay. Ich sag mal, ich muss das noch viermal machen, ey. Was ist das für ein Scheiß? Und sonst so? Wie geht's euch? Alles gut? Schade, dass wir nur viermal machen müssen und nicht fünfmal. In der Mitte hat doch auch noch einer gepasst, oder nicht? So. Und die Aliens gucken nur. Ende der Jagd. Wow, wir haben es geschafft. Okay, cool. Es war gut, es war ein super Spiel. An manchen Stellen, also man muss eigentlich immer nur von einem Punkt zum nächsten rennen, ne? Aber es ging einfach nur um das Survival und manche Stellen waren sehr langweilig, manche Stellen waren aber sehr gut inszeniert und das war einfach super. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Ich höre mich selber gar nicht. War ein super Spiel, war ein super Spiel. Es war gut. Ich weiß nicht, danke bist du oder sowas eigentlich. Wenn man es privat spielt, ist es bestimmt auch anders. Weil ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Das Alien ist nicht die einzige Bedrohung auf der Station. Nee, die Station ist jetzt weg. Es gibt gar keine Ladebildschirm. So, Ladebildschirm geschafft. Alter, es geht noch weiter. Verlaine, ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Es geht noch weiter, tatsächlich, oder was? Oh mein Gott. Okay, wie lange nehme ich auf? 11 Minuten. Ist noch im Machbaren. Treffen sich Verlaine auf der Brücke. Wahrscheinlich ist Verlaine ein Roboter. Oder er schießt uns jetzt. Zieh mir den Anzug aus. Wahrscheinlich konnte ich das, aber gehe jetzt wie ein Idiot mit dem Anzug hier rum. So. Ach nee, da hinten kann man die ausziehen, glaube ich, oder? Hier hat ja alles begonnen. Hier hat alles begonnen. Hatte schon eine sehr geile Atmosphäre. Ich dachte schon, wir sind schon drin im Geschehen. Und dann war es einfach nur das Start. Ding ins Kirchen. Wo soll ich hin? Tür schließen? Nein? Verlaine? Das ist nicht Verlaine. Du bist auch nicht angreift. Mich hätte schon 1000 Mal getötet, wäre ich keine Katze ziehen. Links. Oh, jetzt mit Quicktime-Events. Rechts. Hey. Kann es sein, dass es hier zwei Endings gibt? Oder habe ich mich jetzt rausgeschleudert?
Das macht aber voll keine Hoffnung auf den zweiten Teil. Also wir werden jetzt eingesammelt. Wir werden eingesammelt. Hoffen auf den zweiten. Nein, Ladebildschirm. Bitte, bitte, hör auf. Hör auf, hör auf. Okay, sehr gut. Simon Franco. Memory of our friend and... Oh, Simon Franco, 1978 zu 2014. Oh, hat er nie gesehen, wie das Spiel zu Ende ging? Das ist aber jetzt traurig. This is Ripley. Ja, das ist Copyright Song, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Das war ein super Projekt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oh, Ladebildschirm. Ich werde mal gucken, ob sich da gleich etwas verändert oder sowas. Und ja, es hatte... Ich kann ja ein bisschen über das Spiel reden. Es hatte auf jeden Fall gute Schockmomente. Die Bedrohung war immer da, man hatte immer Angst, man hat sich immer gefürchtet vor dem Ding, immer wenn es plötzlich auf einen zugerannt kam und so. Die Bewegungen waren super gemacht, das Alien super animiert. Was mich halt nur gestört hat, dass man keine so krassen Ziele hatte, außer renn von dort bis dahin, nimm das, aktivier das, renn von hier nach dorthin, aktivier das und immer die gleichen halt. Man hätte es natürlich kürzer fassen können, dann wäre das nicht so eintönig, aber dann wäre das Spiel halt zu kurz. Und ich muss sagen, es hat einfach alles geboten, es war super. Es ist eines der besten Spiele dieses Jahres, sind nicht viele rausgekommen. Ich weiß nicht, The Evil Within und Alien Isolation kann man nicht so zusammenfassen. Aber ich glaube, Alien Isolation war tatsächlich gruseliger. Die meiste Zeit lang gruseliger. The Evil Within ist ja jetzt momentan viel geballerer. Da wird halt ein bisschen Abwechslung geboten. Ein bisschen Angst, geballere. Und da gab es auch halt verschiedene Rätsel bis jetzt. Nicht so viele, aber die waren alle einzigartig. Ja, mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen. Also wäre es super, wenn jetzt der Ladebildschirm sich vielleicht bewegen könnte und weitermachen kann. Das wäre wirklich sehr angenehm. In einigen Teilen Sevastopols ist das automatische Überwachungskamerasystem noch aktiv. Ausgelöste Alarme bedeuten ungewollte Aufmerksamkeit. Übrigens wollte ich euch noch sagen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es in die Kommentare, was euch so gefallen hat, was nicht. Ich lese es mir durch, auf jeden Fall. Ich antworte zwar nicht immer, aber ich lese es mir auf jeden Fall durch. Ich muss gleich gucken, ob der Isaac-Part auch wirklich... richtig ist, weil vielleicht ist der auch falsch, passiert mir ja öfters mal. Oh mein Gott. Es geht weiter und worauf haben wir gewartet? Nichts. Steam Store Extras, was gibt's hier Extras? Mitwirkende. Alles klar, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.